So im Hintergrund sieht man, jetzt sieht man direkt den Anzug, den habe ich anprobiert. Kann ich euch jetzt nicht zeigen, leider, weil zu groß. Naja, wird auf jeden Fall noch erledigt. Größen und Maße sind quasi insgesamt durchgegeben. Und wenn sich dann was Neues ergibt, wird es auf jeden Fall gezeigt. Heute Morgen auf jeden Fall meditieren, lesen schon hinter mich gebracht, also das ist schon erledigt. Und ja, nachher werde ich da wahrscheinlich noch was machen. Ich werde es euch bestmöglich irgendwie zeigen. Ich werde euch öfter zeigen, was ich dann mache. Ich denke mal, das ist ein bisschen besserer Content auch, um auch ein bisschen den Tag zu füllen, so, was ich so mache. Weil wenn ich das halt nicht zeige, dann kann ich eigentlich fast nichts zeigen, weil es das meiste, was ich mache. Gym muss ich halt gucken, das ist mittlerweile sehr, sehr oft voll. Also da weiß ich nicht, wie gut das so ist mit zeigen und Leute im Hintergrund und bla. Also ich schaue mal, wie es so wird. Aber der Rest wird sich ergeben. Wir werden jetzt zudem nochmal eben meine Nägel wieder gemacht. Ja, ich mache das nicht selber, das macht Lara. Ich guck mal, ich kann euch vielleicht mitnehmen auf die Höllenreise, weil immer die Haut drumherum, ich weiß nicht, wieso die bei mir so schnell wächst. Aber wir schauen mal, wie schnell wie sie das entfernt bekommt. Das ist ein Höllending. Das geht noch alles. Das geht noch alles. Nebenbei, um mich kurz schnell zu rechtfertigen, die Nägel sehen dreckig aus, aber das ist nur Farbe. Ich war gestern noch arbeiten, weil es dann dunkelblaue Farbe drunter gekommen. Nein, alles gut. Das tut nicht so weh. Nächstes Mal sage ich gar nichts im Blut einfach. Andere zahlen dafür Geld, würde ich mal so erwähnen. Also man soll ja Richtung Muskelversagen trainieren, heißt aber natürlich nicht sofort oder so. Aber da, wo es brennt, hört ihr nicht auf. Da macht ihr noch mindestens ein bis zwei. Wenn dann euer Körper nachgibt und ihr kommt wirklich nicht weiter, und das natürlich nicht beim Bankdrücken oder so, wo ich das Gesicht kaputt gehen kann, ja, quasi. Aber ansonsten, traut euch, geht aus der Komfortzone raus. Das spiegelt sich auch aufs ganze Leben wieder. Also weiter. Ich konnte jetzt gerade die Shoulder Press, also im Sitzen mit den Kurzhanteln hochdrücken, konnte ich nicht filmen. Da sind hier sehr viele Leute und ja, das muss man wenn irgendwie absprechen oder so. Und war jetzt nicht das Ziel. Also die habe ich jetzt nicht gefilmt. Jetzt habe ich auf jeden Fall dann noch gerade Bendover One Arm Row gemacht. Ja, könnt ihr euch so merken, oder einarmiges Rudern. Da ist auf jeden Fall auch die Ausführung sehr wichtig. Ich werde auch nächstes Mal gucken, vielleicht nehme ich ein Mikro mit oder so. Ja, könnt ihr gerne mal sagen, ob das eine gute Idee ist. Ich denke schon. Ja, und jetzt geht es auf jeden Fall nach der Übung weiter mit Chestfly und dann kommen noch wahrscheinlich Dips. Und Riesentipp, wenn ihr irgendwann mal mehr Gewicht heben müsst, holt euch auf jeden Fall Zughilfen. Ja, hier fürs Handgelenk immer so, dass die hier oben hochgehen auf beiden Seiten und dann einfach fast dreimal rumbinden und dann könnt ihr easy mit eurem Handgelenk quasi mitheben. Also kann ich euch nur empfehlen, ja. Ich sag euch, wie es ist so traurig.
Ich mache jetzt schon so lange, also ich muss zugeben, nicht so aktiv. Also es wird, denke ich mal, jetzt bald besser. Und dann werde ich mal gucken, dass ich das auch aufnehme. Aber ich sag ganz ehrlich, ey, Klimmzüge sind, also der Latt, würde ich sagen, im Gesamten an meinem Körper ist mit der Schwächste. Es gibt ja immer diese ausgeprägten Stellen, die man hat. Ne, so wie, sag ich mal, wenn du genetisch eine extrem gute Brust hast zum Beispiel. Oder egal, ne? Da musst du nicht so viele Sätze, die mindestens 10 pro Woche als Beispiel machen. Aber ich sag euch, wie es ist, gefühlt muss ich, glaube ich, zweimal die Woche den Latt so trainieren. Aber gut, ich mache ja auch noch die Pullover, ne, die vorgebeugten und dann von oben nach unten ziehen und sowas. Ja, ich gucke auf jeden Fall, dass ich jetzt öfter filmen kann. Bestmöglich. Und ja, mal schauen, wie es wird. Was wird? Was wird? So, endlich raus. Ich sag's euch, das ist. Es ist so schmerzhaft, aber ich denke mir auch eins, wenn ich gleich heulen sollte, was nie wirklich passiert, dann okay. Dann habe ich wirklich mal richtig gelitten, so was es angeht. Aber ganz ehrlich, solange ich nicht heule, juckt es mich nicht. Wenn man muss das Brennen einfach ausstehen. Ich habe mich jetzt erstmal umgezogen mit Lara und dann, also beziehungsweise eben Oberteil angezogen fürs Spazierengehen. Und jetzt wird noch die Alltagsbewegung eingehalten. Also schaut, dass ihr auch eure Alltagsbewegung einhaltet. So optimal sind mindestens, also optimal sind 7500 Schritte. Ja, so wenn ihr euch eh schon viel bewegt, fragt gar nicht. Reicht schon. Ihr braucht nicht extra euch bewegen. Ja, aber ansonsten zwischen 4.500 bis 7.500 aufwärts. 7.500 aufwärts ist gut für euer Defizit oder beziehungsweise für die Kalorien, ja? Also, immer im Kopf behalten. So, was jetzt noch erledigt wird, ist, ich werde jetzt gleich hier am Computer was für Bumin noch im Stream einrichten. Das heißt, ich werde ihn noch unten Panels von den Kooperationen reinpacken. Das könnt ihr dann einfach sehen, wenn ihr Bumi-Live auf Twitch sucht oder auf YouTube mal reinschaut. Und ja, dann seht ihr quasi schon, was passiert ist. Wenn ihr Fragen zu irgendwas habt, einfach mal in die Kommentare oder mir privat schreiben. Und dann kann ich euch auf jeden Fall helfen, was das mal angeht. Kein Problem. So, für Bumin ist auf jeden Fall jetzt alles an Panels erstmal unten eingerichtet. Das ist auf jeden Fall top. Ja, Oberteil ist ein anderes. I'm here to tell you right now. We don't care. Und jetzt geht's auf jeden Fall erstmal ins Gym. Jetzt kommt der zweite Part des Oberkörpertrainings. Ich weiß noch nicht, wie viel ich aufnehmen kann. Wie ich ja schon erwähnte, ich versuche das Bestmögliche rauszuholen und meinen bestmöglichen Fortschritt auch mitzunehmen. Also, wir schauen mal. So, jetzt laufen wir uns erstmal ein bisschen warm, um Temperatur zu erhöhen. Ja, ich mache das meistens auf Stufe, je nachdem, ich glaube, Laufbänder sind eigentlich ein bisschen ähnlich, ne? Auf 5, dass ihr auf jeden Fall angenehm geht. Und erhöhe dann mittlerweile wirklich schon auf Steigung 10 und ohne festhalten. Wirklich, Leute, ohne festhalten. Ich sehe so viele, die halten sich fest. Lasst es einfach. Ja, also nicht festhalten. Danach wärme ich noch die Rotator Cuffs, also die Schultergelenke quasi auf, mit der Übung, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt. Ja, und zeige euch alles so bestmöglich. So, jetzt steht auf jeden Fall erstmal das Warm-up an. Ich mache auf jeden Fall einen Satz. Wenn ihr viele Sätze natürlich macht oder so, ihr könnt auch, wie gesagt, das Dynamische aufwärmen, das mit dem Beinschwingen und so weiter ein bisschen verlängern. Aber im Normalfall nehme ich so 50% ungefähr von dem Gewicht, welches ich später trainiere, um mich einmal warm zu machen. Und danach lege ich direkt los und gehe wirklich Richtung Muskelversagen. Also ich arbeite mich hin. Es ist ein schwerer Weg. Am Schwitzen. Naja, auf jeden Fall machen wir jetzt die Schultergelenke warm und danach wird direkt der Lateral Raise gemacht, also das seitliche Schulterheben, aber am Kabel.
Bevor ihr euch irgendwelche Sachen raussucht und ihr habt irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Übungen, einfach mir schreiben oder in den Kommentaren nachfragen und ihr werdet auf jeden Fall eure Antwort bekommen, ohne euch jetzt extra dafür was raussuchen zu müssen. Ich mache auf jeden Fall direkt nach den Squats, mache ich immer erst die Oberkörperübung. Ich habe nämlich gemerkt, dass wenn ich den Beinstrecker hinterher haue, dass ich eigentlich gefühlt direkt aufhören kann. Das wird so viel Energie rauben. Deswegen muss ich immer erst diese Pause dazwischen haben, zumindest an dem Oberkörpertag.